Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, der Nacht des Raben. Wow, was ist denn... Ich dachte gerade, da war was direkt neben mir. Ich würde hier gerne ein bisschen Mana sparen, weil ich ja nicht mehr so viele von den netten Heilpflanzen habe. Und deswegen werde ich hier ein bisschen in Close Combat gehen, also in Nahkampf. Jetzt komm schon, du Feldräuber, ey. Weißt du, den ersten habe ich mit zwei Schlägen platt gekriegt. Okay, das wird so nix. Ah, was zur Hölle war das? Warum habe ich den nicht auf Anhieb? So wie den ersten. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja wohl vollkommen daneben. Hier, Schnuppergas, Feuer. So viel zum Thema Mana sparen. So viel dazu. Ah. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Beim ersten hat es so gut geklappt. Keine Ahnung, warum das jetzt beim zweiten nicht so war. Vielleicht habe ich beim ersten mal wieder einen kritischen Treffer gekriegt oder so. Weiß ich nicht. Gut möglich. Aber gut. Ah, das habe ich da wahrscheinlich... Nee, habe ich nicht. Ich war doch viel weiter da vorne. Ich dachte, hier hätte ich irgendwas gesehen neben mir. Als ich mich in den Kampf gestürzt habe. Aber nö, da ist ja gar nichts. Dafür liegt hier ein toter Sträfling. Und hier diese Höhle, die kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Da waren Mole Rats drin im ersten Teil. Falls sie aber Gegner sein sollten, kann ich da nicht direkt reingehen. Weil ich mich zuerst heilen muss. So, was habe ich denn? Ach ja, komm, ich habe ja ganz viel davon. Warte mal. Habe ich nicht noch das Zeug, das beides heilt? Wie hieß das noch gleich? Habe ich aber wohl nichts mehr von. Okay. Dann kann ich mir auch mal so einen gönnen. Und das Wichtige... brauche ich Mana da drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich fülle es einfach mal auf. 10 Zehner, 14 15er. Oh, das war so. So. Minental. Jetzt habe ich... Das ist dann wohl mein 20. Speicherstand im Minental, so wie es aussieht. Zumindest verstehe ich meine Nummerierung so. Ah, komm schon, du blöder Goblin. Geht doch. Ne, der war jetzt irgendwie viel einfacher als die anderen. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil es nur einer war und nicht drei auf einmal. Aber guck mal, das hat sich gelohnt. Hier sind Tränke, Snapperkraut. Snapperkraut ist, glaube ich, das, mit dem ich schnell laufen kann, oder? Feldknöterich. Wofür ist Feldknöterich noch gleich? Ich glaube, für irgendeinen Trank oder so, ne? Zum Brauen brauche ich auf jeden Fall Kronstöckel. Davon habe ich leider nur zwei. Brauche ich Feldknöterich? Ich weiß es gerade gar nicht. Was habe ich gefunden? Genau, Snapperkraut. Snapperkraut, wo ist Snapperkraut? Da ist Snapperkraut. Da steht jetzt nicht, was es tut, aber ich glaube, Snapperkraut ist das Kraut, das mich sprinten lässt und aus dem ich auch diese Sprinttränke brauen kann. Die ja natürlich länger wirken. Nein! So viel dazu. Mann! Ja, seht ihr? Ich wollte das natürlich jetzt nur zeigen und demonstrieren, natürlich. Ich Depp. Ich wollte die Fackel wegstecken. Idiot. Ist doch wahr. Na, komm her. Mit ein paar Feldräubern werde ich noch fertig. Die Ratte ist mit der Leiche beschäftigt. Kann ich euch mittlerweile irgendwas abziehen? Nee, ne? Da ist nichts. Sag mal, da ist doch schon ein Toter. Nimm doch den. Meine Güte. Also wirklich. Die Ratte kann doch viel einfachere Beute haben, wenn sie einfach den Toten nimmt. Statt mich. So, damit habe ich schon mal den Rücken frei.
Und jetzt würde ich gerne noch euch platt machen. Sehr gut. Ja, aber hier auch wieder der Effekt. Die erste hat irgendwie, keine Ahnung, 5 Schläge gebraucht und die zweite und dritte jetzt genau einen. Das ist manchmal ein bisschen unvorhersehbar. Das ist nicht so einfach. In anderen Spielen ist das ein bisschen vorhersehbarer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Das ist ja irgendwie schon realistisch, dass man mal besser und mal schlechter trifft. Aber dass man manchmal wirklich überhaupt keinen Schaden macht, obwohl man trifft. Also der Sound wird ja abgespielt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Naja gut, da war gerade Cavallons Lederbeutel. Wo habe ich den? Da! 200... Achso, er ist 200 wert und es ist ein Brocken Erz drin. Und ein Erz ist 200 Gold wert. So, es ist abends, 21 Uhr. Ich schlafe mal bis zum nächsten Morgen. Dann habe ich hier nämlich wieder mein Mana und mein Leben regeneriert. Und wir sehen wieder ein bisschen mehr hier draußen. So, was gibt es hier? Nichts. Oh, da war... Ah, Moment. Stimmt. Dieser tote Sträfling da, der gehört wohl wie der andere da oben bei den Goblins und den Feldräubern wohl auch zu der Karawane. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Ein erwählter Inos spricht immer wahr. Verzeih mir, ehrwürdiger Magier. Ich habe nicht erkannt, mit wem ich spreche. Ja, ja, schon gut. Wenn mir die Frage gestattet ist, was verschlägt dich in diese Gegend? Gut zu wissen. Ein Magier Inos spricht immer wahr. Das kann man bestimmt auch nicht ausnutzen. Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sagt Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Wie ist die Lage? Ich harre aus. Und ich hoffe, Garond schickt mir bald die Unterstützung. Genau. Er harrt hier aus. Er bewacht hier das Erz. Das hat er wahrscheinlich da drin verstaut, oder? Ah, das glitzert so schön. Und ehrlich gesagt, nervt mich das wirklich, dass ich hier die Truhe nicht knacken kann. Ich habe zwar hier 10 Lernpunkte, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Auf dem zweiten Kreis der Magie kann ich zwar einen stärkeren Zauber lernen, beziehungsweise die Rune kann ich, glaube ich, sogar schon erschaffen. Nämlich den Feuerball. Und der Feuerball braucht dann irgendwie 25 Mana und macht irgendwie 125 Schaden oder so. Also das heißt, der Feuerball ist zwar letzten Endes 5-mal so stark wie der Feuerpfeil, kostet aber auch 5-mal so viel Mana. Und das heißt, ich kann mit dem zweiten Kreis zwar mehr Schaden pro Sekunde machen, aber nicht mehr Schaden pro Mana. Und da mein Mana gerade eher das begrenzende, der limitierende Faktor ist, bin ich gewillt, da nochmal ein bisschen auszuharren und erstmal hier wirklich Schlösserknacken zu lernen, weil ich glaube, langfristig kriege ich dermaßen viele Dinge aus Kisten raus, die mir helfen. Ah, jetzt treff halt mal! Komm schon! Stell dich nicht so an! Geht doch! Du meine Güte, ey! Weil das ja schon irgendwie eklig ist, ne? So Wanzen zu futtern. Andererseits, warum eigentlich nicht? Ich meine, es sind nur Wanzen. Es sind nur Insekten. Ist ja nicht so, als wären das Lebewesen, natürlich sind das Lebewesen, aber ich glaube, so richtig bewusst sind die sich nicht, so im Gegensatz zu Tieren.
Da hinten? Ich weiß nicht. Da ist so ein Toter und da war schon im ersten Teil, war es gefährlich da hinten. Ich will da jetzt gerade noch gar nicht hingehen. Brauche ich auch gar nicht. Letzten Endes ist ja gerade mein Ziel, die Karawanen zu finden. Oder beziehungsweise die drei Schiffstellen abzuklappern. Ne? Die erste habe ich ja schon. Ich kann ja jetzt Garon Bescheid sagen, wenn ich eh gerade hier um die Ecke bin. Und dann kann ich Richtung Süden gehen. Und die anderen beiden besuchen. Mal kurz schauen, was es hier gibt. Ach, richtig. Ist das nicht Xardas alter Turm oder so? Wenn ich schon mal da bin. Na komm, wenn ich schon mal da bin, speichere ich eine Runde. Ja, ich habe gelernt. Und es ist schon wieder eine ganze Weile her, nämlich die Hälfte der Folge. 10 Minuten. Vielleicht noch 2/3 der Folge. Ich will ja immer die Folge ein bisschen kürzer halten. Schaff's nur meistens nicht. Vielleicht sollte ich mir vornehmen, die Folgen nur 10 Minuten lang zu machen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Dann wären sie eine Viertelstunde lang. Gut. Auch hier wieder bräuchte ich Schlösserknacken. Ich bin echt versucht, jetzt endlich Schlösserknacken zu lernen. Was meint ihr denn? Lohnt sich das, Schlösserknacken statt 10 Mana? Ich glaube ja schon, dass ich da ganz viele Tränke und so finde, mit denen ich dabei Mana auffüllen kann und so. Ui, Ork. Blutfliegen. Und da ist ein Kraut, ein Heilkraut oder so auf dem Boden. Das hätte ich gerne, aber... okay, so viel dazu. Wo habe ich's denn? Zur Burg. Nein, Ork, keine Chance. Vergiss es. Bevor ich mich da groß rumplage mit dir und deinesgleichen, wähle ich einfach den kurzen Weg. Und ja gut, mit Milton habe ich gerade nichts Neues zu tun. Habe ich denn genug Gold, um Gorn freizukaufen? Ich habe Gorns Lederbeutel, den würde ich gerne aufheben, damit ich ihn den geben kann nachher. Kavalorns Lederbeutel brauche ich natürlich auch. So, aber ich habe hier 3x100. Und dann habe ich nochmal 50. Und dann brauche ich nur noch 65 Gold. Gibt es hier einen Händler irgendwo? Vielleicht kriege ich auch ein bisschen Belohnung von Garond, wenn ich ihm die gute Kunde des einen überbringe. Von dem einen, Schiffposten. Ich habe Markos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Wird sich nie was? Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön, ich werde ihm 2 Leute schicken. Ja, ich will Gorn freikaufen, aber mir fehlt halt eben noch ein bisschen Gold. So, wer tut hier handeln? War das einer von euch? Enos, nee, ne? Wird... Nee, ihr seid nur Paladine. Ja, ihr seid nur Paladine. Ihr handelt nicht. Aber es gibt doch bestimmt einen Schmied oder so. War das nicht so? Gab's da nicht einen hinten beim Kerker? War das nicht irgendwie so? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Die werden es nicht sein. Ich wäre mir da nicht so sicher. Der da auch nicht. Ach richtig, das ist der, der nicht schläft, ne? Aber der hier könnte es sein, dass der mit Geld handelt. Hey. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Nein, dem kann ich Gold geben, verdammt. Ich will ihm kein Gold geben. Keine Ahnung wozu. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wo war das denn? Gold für Brutus. Brutus bannert Dennis mit 200 Gold und einigem Schmuck durchgebrannt. Dan wollte versuchen, den Pass zu überqueren. Ach ja, richtig. Das hat er doch vorher gewusst. Aber ehrlich gesagt, werde ich ihm da nicht mein Gold geben, zumal ich das brauche, um Gorn zu befreien. Aber wenn ich Dan finden sollte, dann entspricht es natürlich meiner Magier-Ehre, ihm es zu geben. Das war doch schon vorher klar. Das Gold, das ihm gestohlen wurde. So, Doba! Du, was willst du? Handeln! Kannst du mir eine Waffe schmieden?
Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Tandor, alles klar. Wer ist Tandor? Wo finde ich den? Na, da. Das ist mir einfach. Ja. Zeig mir deine Ware. Ich wusste doch, es gibt einen Händler. Sehr schön. So, ich hätte gerne... Amulett der Erzhaut. Schutz vor allem 8. Kostet 1000 Geld. Gorn oder Schutzamulett? Nee. Ach komm, Rohstahl brauche ich nicht. Dietriche, ich will bald Schlösserknacken lernen. Die kriegst du nicht. Damit kann ich Alchemie machen. Silberring kannst du haben. Runensteine gebe ich auf gar keinen Fall her. Goldenen Ring kannst du haben. Krallen, Goblinknochen, Flügel, Wolfsfelle. Den Schlüssel von Gomez will ich behalten. Ein Hammer auch. Weiß ja nie, was passiert. Erz eigentlich auch. Dafür kannst du die Felle haben. Brauche ich Gold? Ach komm, nimm das Gold. Die Kohle könnte alchemistisch interessant werden. Die ganzen Schlüssel gebe ich nicht her. Aber den Kerzenständer kannst du haben. Das Ornament nicht, vergiss es. Das brauche ich, glaube ich, noch für die Erweiterung. Und ansonsten... wie war das? Wollte ich auf einen oder auf zwei Händler gehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Ersatzwaffe. Degen kann ich weggeben. Der Kampfstab ist meiner, den will ich behalten. Die ganzen Äste zum Beispiel von den Goblins brauche ich nicht, den Dolch brauche ich nicht. Und ehrlich gesagt brauche ich auch Bögen und Armbrüste nicht. Ich bin ja Magier. Also könnte ich ihm das eigentlich auch alles abdrücken. Und dann muss ich nur noch 300 Geld zusammenkriegen. Dann kann ich mir... Wisst ihr was? 300 Geld, das finde ich noch. Zur Not habe ich ja noch Gorns eigenen Lederbeutel. Ich kann mir jetzt schon das Amulett der Erzhaut leisten und dann zu den anderen beiden Außenposten gehen. Ich habe gerade kein Amulett an. Wenn ich das richtig sehe. Ich habe zwar das Erzamulett des Suchenden Irrlichts. Zeig mir deine Ware. Aber das trage ich ja nur ganz selten. Na komm, gib mir dieses Amulett der Erzhaut. Vielen Dank. Und dann habe ich meinen Schutz von 48, 48, 22, 22 auf 56, 56, 30, 30 erweitert. Sehr schön. So muss das sein. So, wo kann ich schlafen? Ach ja, da drin war das. Gut. Damit bin ich wirklich, ehrlich gesagt, zufrieden mit dem, was ich in dieser Folge geschafft habe. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe meine Rüstung deutlich verstärkt. Hey. Wie, du handelst auch. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn alles? Heiltränke und so Zeug, ne? Interessant. Gut zu wissen. Merke ich mir. Aber jetzt werde ich erstmal eine Runde schlafen, damit ich meinen Mana wieder voll habe. Und in der nächsten Folge werde ich dann Richtung Süden gehen, zu den anderen beiden Außenposten. Und wir sehen uns dann wieder am Mittag. Ich muss ja jetzt keinen neuen Tag anfangen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.